Der Corona-Hype ist vorbei. Der Markt stand da oben vor 2 Jahren. Die Preise sind gestiegen von Campingplätzen, von der Reise selbst. Man kommt nicht mehr spontan auf Plätze. Das ist enorm viel Geld. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Wohnmobile Silbert. Mein Name ist Martin Silbert und heute geht es um ein interessantes Thema, und zwar um den Wertverfall von jungen gebrauchten Wohnmobilen. Viele haben es mitbekommen, ich glaube, das Thema ist durch, haben wir auch in vielen Videos erwähnt. Der Corona-Hype ist vorbei, die Preise fallen, Corona-Camper hören auf, also alles drumherum, will ich gar nicht groß drauf eingehen. Das Thema ist der Hauptthema auf YouTube mittlerweile im Camping-Trend, aber kurz und knapp, der Hype, Corona-Hype ist durch, den man so nennt, sage ich mal. Und ja, es bewegt sich alles Richtung Normalität. Meines Erachtens nach endlich, und ja, es wird alles wieder ein bisschen humaner, normaler und realistischer oder reeller, wie man es nennen darf. Ja, aber ein großes Problem haben wir aktuell. Ich bekomme am Tag auch aus der Community, also aus allen Bereichen, viele Ankaufsfragen für jung gebrauchte Fahrzeuge. Ihr müsst bedenken, wir haben jetzt 2024, es neigt sich dem Ende zu, es wird kälter, die Preise gehen im Winter sowieso ein bisschen runter. Ne, wer schnell sein Wohnmobil verkaufen will, muss einfach über den Preis gehen. Da wird nichts mit Ausstattung oder so sein, sondern tatsächlich ist jetzt die Winterzeit da und die Leute kaufen weniger Camper, und dann muss man halt über den Preis verkaufen, im Privatsegment auf jeden Fall. Würde ich so behaupten. Ich lasse mich gerne täuschen, aber das ist so meines Erachtens nach aktuell so die Situation. Und das große Problem hier natürlich ist, hey, die Leute haben unter anderem am Höchstzeitpunkt, am Peak, der Markt stand da oben vor 2 Jahren, wir waren auf der obersten Grenze, wir haben den Gipfel erreicht, die Preise waren jenseits von Gut und Böse. Ein Neufahrzeug, sage ich mal jetzt als Beispiel, grobe einfache Rechnung, hat 2020 gekostet, neu 50.000 Euro, heute kostet das Ding 90.000 Euro Listenpreis, und der Kunde, sage ich mal, der das Fahrzeug jetzt ein, zwei Jahre gebrauchte Wohnmobil mir anbietet, hat natürlich im Regelfall 2021, 2022 zum Listenpreis gekauft, weil die Situation war so, der Händler hat die Fahrzeuge, die er vom Hersteller bekommen hat, schon direkt weiterverkauft, bevor sie überhaupt auf dem Hof standen. Und weil die Nachfrage so groß war, haben die Leute zum Listenpreis gekauft. Und dann haben sie auf einmal 80.000 Euro da stehen gehabt. 90, 100, die, ganz egal, jede Preisklasse ist betroffen. Und auf einmal haben sie bemerkt, okay, der Grundriss passt mir nicht. Ich habe auch einfach keine Lust mehr. Tatsächlich haben wir ja vor 2, 3 Jahren, bitte erschlagt mich jetzt nicht, aber vor 2, 3 Jahren hieß es ja die Corona-Camper, die nur wegen Corona campen. Von denen, ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel mitbekommen, dass die aktiv verkaufen wollen, sondern die meisten Leute, die jetzt mich aktiv anschreiben und ihr neu gebrauchtes Fahrzeug verkaufen möchten, sagen mir eigentlich im Regelfall immer, okay, sie wollen, ich kann natürlich auch nur das sagen, was mir wiedergespiegelt wird, aber die meisten Leute sagen, hey, die wollen sich ein größeres, kleineres Fahrzeug kaufen, haben sich beim Grundriss vertan, irgendwie in der Linie, oder wollen jetzt eine Automatik haben. Also im Regelfall suchen die Leute dann neueres Fahrzeug, also neues Fahrzeug, einen neuen Gebrauch, ein neues Neufahrzeug, weil sie irgendwo denken, okay, war nicht das Richtige, war vielleicht zu schnell gehandelt, aber Camping macht mir Spaß. Also klar, wem macht Camping keinen Spaß? Kann man ja schlecht reden. Nee, aber zum Fakt zurückzukommen, die Leute haben zum höchsten Punkt gekauft, entscheiden sich jetzt, ich will mich verändern, oder ich will vielleicht auch, weil ich keinen Bock mehr habe zu verkaufen, passt mir nicht, liegt mir nicht, zu teuer, zu viel los. Also wir haben ja da in den Kommentaren einiges drin, die Campingplätze sind rappelvoll, die Preise sind gestiegen von Campingplätzen, von der Reise selbst, man kommt nicht mehr spontan auf Plätze. Alles ist gestiegen, alles ist teuer, macht vielleicht auch einfach keinen Spaß mehr, Plätze überfüllt, wie auch immer. Und dann wollen die Leute wieder verkaufen. Und von diesen Kunden, sag ich mal, haben wir gerade aktuell zum jetzigen Zeitpunkt extrem viele, die einfach sagen, hey, ich will mein ein, zwei Jahre altes gebrauchtes Fahrzeug verkaufen. Und das ist immer ein bisschen schwierig, den Leuten dann einen Ankaufspreis zu vermitteln, weil ihr müsst immer überlegen, wenn ich als Händler das Fahrzeug unkompliziert und einfach ankaufen will, so dass ihr als Kunde, sage ich jetzt einfach mal, keinen Stress damit haben wollt, ihr wollt einfach nur euer Geld und das Ding aus dem Hof, bietet ihr das dem Händler an, und der Händler muss natürlich Geld damit verdienen. Also ich kann das Fahrzeug nicht hier hinstellen und kann sagen, okay, 1.000 Euro Aufschlag, ich verkaufe das Fahrzeug. Also wir reden ja hier von Investments 60, 70, 80, 100.000 Euro. Da muss natürlich auch eine Marke dran hängen bleiben, allein für Personal, Fixkosten, Liquidität,
Wachstum, also alles Miete und so weiter, will ich gar nicht groß drauf eingehen, ist ein Thema für sich, was wir alles hier an Fixkosten haben. Ich glaube, wir haben auch mal ein Video gemacht, da habe ich das mal ein bisschen erklärt, können wir euch gerne hier verlinken mit den Fixkosten. Muss getragen werden, also müssen wir natürlich Geld verdienen. Und ich muss natürlich am Ende des Tages auch noch meine Familie ernähren, sage ich einfach mal. Kurze Anmerkung zwischendrin, bleibt bitte gerade dran. Uns ist aufgefallen, die meisten Nutzer hier, die dieses Video schauen, folgen uns nicht, abonnieren uns nicht und sind kein Teil der Community. Deswegen, werdet Teil der Community, abonniert uns gerne, ihr würdet mich damit unterstützen, ich würde mich tierisch freuen. Deswegen lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid. Ansonsten posten wir hier auch noch unseren TikTok, unser Instagram-Namen, auch da posten wir täglich Content. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Video. Deswegen, wenn das Fahrzeug jetzt, sage ich mal, für 80.000 Euro 2021 gekauft wurde, ist jetzt aktuell, sage ich mal, der Preis im Handel, also so, dass ich sage, okay, komm, das Fahrzeug kann ich einpreisen mit 75.000 Euro, einfach mal als Beispiel, kann ich dem Kunden nicht 75.000 Euro sagen und er verliert nur 5.000 Euro in den 2 Jahren. Aktuell sind wir eher auf dem Punkt, wo der Kunde vielleicht 80.000 Euro bezahlt hat, der Preis spiegelt sich aber irgendwo bei 60.000 Euro auf dem Gebrauchtwagenmarkt, weil gerade einfach die Neupreise runtergehen. Das heißt, die Händler, die Neufahrzeuge verkaufen, geben Rabatte, die müssen den Lagerbestand kürzen, also nicht kürzen, müssen alles raushauen, weil sie einfach die Einkaufslinienzierungen, die Linien voll haben, keine neuen Kredite mehr bekommen, Platz brauchen, Geld brauchen, die Zinsen so gestiegen sind, also alle Faktoren, die zusammenkommen. Und dann müssen die Leute, dann sinkt der Neuwagenmarkt und dadurch fällt natürlich auch die Marktlage ein bisschen im Gebrauchtwagensegment. Muss dazu sagen, es ist für meine Verhältnisse im Vergleich zu dem, was im Neuwagenmarkt passiert, noch relativ stabil im Gebrauchtwagensegment. Aber wir kommen zum Winter. Das heißt, wie eben schon erwähnt, jetzt geht es teilweise echt um Preise. Und diesen Punkt haben wir gerade. Die Leute wollen ihr jung gebrauchtes Fahrzeug verkaufen, haben vor 2 Jahren 80.000 Euro bezahlt. Und gar keine Frage, ich bekomme die Rechnungen sogar gezeigt, sage hier, ich habe 80.000 Euro vor 2 Jahren bezahlt. Aber wenn die Marktsituation sich bei 60.000 Euro spiegelt, jetzt einfach nur ein Beispiel, da kann ich dem Kunden nicht 60.000 Euro sagen und der hat nur 20.000 Euro Verlust gemacht. Das ist enorm viel Geld, ist auch leider Gottes eigentlich normal. Aber jeder Mensch will so wenig Geld wie möglich verlieren. Und normalerweise ist ja auch im Autohandel ja genauso, kaufe ich ein Neufahrzeug, muss ich mit Verlusten rechnen. Im Regelfall. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Ich glaube, wenn es da so Sondermodelle von irgendwelchen bekannten Herstellern gibt, kann sich das Ganze auch nach oben hin widerspiegeln. Aber der klassische Camper verliert auch seinen Wert als Neufahrzeug. So, und jetzt ist es so, die Kunden, ich muss das immer ein bisschen erklären. Also ich versuche dann freundlich darauf hinzuweisen, eure Wunschvorstellung, komme ich nicht hin. Ich bin da wahrscheinlich auch nicht 2.000, 3.000 Euro drunter, sondern ich bin da echt teilweise 15.000, 10.000, 20.000 Euro drunter, weil die Leute denken, okay, komm, wenn ich ihn für 80 gekauft habe, Camper sind ja wertstabil. Irgendwo steht, ach, da kommen wir zum nächsten Thema gleich, irgendwo steht auch auf mobile.de ein ähnlicher drin für jetzt 90.000 Euro. Ihr kriegt das, was ihr an Extras investiert habt, im Regelfall nicht wieder rein. Da muss dieser eine Kunde kommen, der genau das Fahrzeug genauso sucht und sagt, den will ich. Passiert mittlerweile sehr selten. Also wenn ihr als Beispiel jetzt mal hier so ein Moveo habt, weil ich gerade einfach davor stehe, mit Automatik, Lithium, also hat er tatsächlich auch, Automatik nicht, aber Lithium, Sattanlage, Luftfederung, Luftfahrwerk, Allwetterreifen mit irgendwelcher Sonderbeklebung und irgendwelche Sondermodelle und vielleicht auch noch, also volle Hütte einfach hat, wenn der Dinge hat, die vielleicht nicht jeder braucht, kriegt ihr das nicht bezahlt. Der Mensch tickt tatsächlich so, er guckt immer im Regelfall nach dem günstigsten und vergleicht, okay, was brauche ich, was brauche ich nicht. Wenn das Ding das hat, cool, wenn es das nicht hat, brauche ich nicht. Dann zahle ich über 3.000 Euro weniger, aber ich brauche die Sonderfelge nicht. Die Leute wollen uns aber immer sagen, ey, Herr Silbert, der hat auch die Felgen, die 2.000 Euro gekostet haben. Das kann ich im Ankaufspreis leider nicht mit einkalkulieren. Ob der jetzt die Felgen drauf hat, die Felgen drauf hat, die Felgen drauf hat, ganz egal, der Käufer, kann ich euch garantieren, der Käufer, der hier zu mir kommt und das Fahrzeug wieder kaufen will, den interessiert das selten, was für Felgen der drauf hat, ob es die Alufelgen sind oder ob es andere Alufelgen sind oder ob es 15 Zoll Alufelgen sind. Da ist die Hemmschwelle am Preis so gering, dass ich sagen kann, das wird sich nicht rechnen. Genauso wenig rechnet sich dann meistens so eine Truma Kombi 6e, weil der Gebrauchtwagen
Kunde bei mir reinkommt, ist im Regelfall oder oftmals, hat er noch nie ein Wohnmobil gehabt, der weiß noch gar nicht, was das ist, hat sich damit nicht beschäftigt. Ich als Neufahrzeugkäufer würde mir die auch rein bestellen, 100%ig oder eine Dieselheizung und so weiter. Der Gebrauchtwagenkäufer, der will es einfach gerade mal testen, hat gerade einfach Lust auf Camping, hat sich ein bisschen damit beschäftigt, versteht das Ganze und will einfach mal einen Camper kaufen. Jemand, der ein neues Fahrzeug konfiguriert, investiert im Regelfall viel mehr Zeit in die Konfiguration. Und kurz gefasst, ihr kriegt nicht alles im Ankaufspreis oder auch im Verkaufspreis wiedergespiegelt, wie das, was ihr mal investiert habt. Und das ist gerade ein Thema, mit dem wir uns aktiv beschäftigen, wo ich sage, hey, da muss man den Leuten einfach beim Ankaufspreis dann auch erklären, wieso es, also woran es daran, wo der Punkt kommt, dass es scheitert, wo wir einfach preislich nicht zusammenkommen. Einfach nur aus dem Hintergrundgedanken, hey, ihr könnt nicht verlangen, dass wir als Händler vor allem euch den Neuwagenpreis wiedergeben. Ihr müsst mit Verlusten mittlerweile rechnen, gerade wenn ihr zum Peak, zur Höchstzeit gekauft habt und dann jetzt aktuell im Fall, und wir sind noch lange nicht unten, wir sind gerade noch im Fall, verkaufen wollt. Das vielleicht nur kurz als Info. Ich dachte, ich muss euch das einfach mal erklären und loswerden, weil wir haufenweise Anfragen jeden Tag bekommen. Anders sieht es bei Fahrzeugen aus, die vor der Corona-Zeit kommen. Gutes Beispiel, 2019er Sunlight T60, hinter uns ein Ixeo von 2015 mit 100.000 Kilometer. Da ist der Preisverfall so gering, das war zur richtigen Zeit einfach gekauft. Da waren die Preise noch nicht ganz oben im Peak und jetzt sind die nicht extrem weit entfernt von dem, was die Leute mal bezahlt haben. Da haben die natürlich viel weniger Verluste, aber da steckt man leider nicht drin, das ist die Marktlage. Hier dieses Fahrzeug, sag ich mal, hat im Vergleich zu dem, was jetzt ein neueres Fahrzeug kostet, viel geringeren Listenpreis gehabt, weil da einfach dieser Preisschwung von Inflation, ja, Gewinnmaximierung und allen Punkten, die da die letzten Jahre dazu kamen, noch nicht da waren. Es ist natürlich, gar keine Frage, ärgerlich für den Kunden, wenn er viel Geld verliert. Ein kleiner Tipp von mir, entweder ihr geht mit dem Kompromiss ein, dass ihr das Fahrzeug vielleicht doch noch behaltet und weiter nutzt, dass sich das irgendwo wenigstens darin rentiert. Aber wenn ihr aktuell ein jung gebrauchtes Fahrzeug von 2021 bis jetzt verkaufen wollt, dann müsst ihr leider mit großen Verlusten rechnen. Für alle Leute, die davor ein Wohnmobil gekauft haben, haben halt Glück gehabt. Die Fahrzeuge haben sie noch zu erschwinglicheren Preisen gekauft und da ist die Marktlage durch die steigende Preislage stabil geblieben. Die werden keine großen Verluste einfahren. Und müsst das nur aus meiner Sicht sehen, ich muss an dem Fahrzeug Geld verdienen, ich muss das Fahrzeug weiterverkaufen, ich habe ein Risiko, ich habe Kosten zu tragen und da muss natürlich auch eine Gewinnmarge drin sein. Ich will nicht sagen, dass ich an so einem Wohnmobil, keine Ahnung, 20.000 Euro verdiene, wer das denkt, der kann mir auch abschalten, da seid ihr ganz falsch. Wir müssen aber mal mindestens, und das sage ich jetzt einfach mal aus der Erfahrung heraus und offen und ehrlich, mindestens 10% verdienen. Wenn die 10% nicht drin sind, ist das ein weniger lukratives Geschäft. Und für alle, die jetzt sagen, bei einem Fahrzeug von 50.000 Euro 10% sind 5.000 Euro, ist verdammt viel Geld, gar keine Frage. Wir haben aber auch ein sehr riskantes Geschäft hier. Es ist eh ein Luxusgut, was wir hier vertreiben. Und wir müssen davon leben, wir müssen die Kosten davon tragen. Ich muss wachsen. Ich kann jetzt aus meiner Perspektive reden. Ich weiß nicht, wie die Margen bei anderen Händlern aussehen. Aber diese 10% brauche ich von meiner Seite aus, von der Kalkulation her. Und dachte, ich erkläre euch das einfach mal. Ich erzähle einfach mal aus diesem Background-Wissen, wie das so abläuft und womit ihr aktuell einfach rechnen müsst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare dazu, wie ihr das Ganze seht, zu der Marktlage, zu den Preisen, zum aktuellen Fall und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Martin.